Was machst du da? Aua, ich hab's fast geschafft. Ich hab fast das perfekte Rezept für die perfekte Drag Queen. Du weißt schon, dass man die im Ritual beschwören muss und nicht einfach so brauen kann. Fuck my drag, right? Ja, dann komm mit. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get pushed. I'm on the floor, I love to dance. So give me more, more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, das ist ja miserabel gelaufen. Ja, fast schon so, als ob wir nicht zaubern könnten. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, dann müssen wir uns einfach mit diesen 12 anderen Bitches zufrieden geben, die wir eingeladen haben. Ja, komm, lass gehen. Willkommen zurück zu Velvet Curtains. Folge 2, Fairy Tale. Wir haben heute einen großen, märchenhaften Cast zusammengestellt. 12 Performer, wenn man uns nicht mitrechnet. Und dabei war es komplett egal, ob sie das Thema Fairy Tale wie ein süßes Zaubermärchen oder auch ein blutiges Grimm-Märchen zusammenfassen. Wie immer könnt ihr uns natürlich unterstützen. Genau, dazu ist noch gesagt, natürlich blenden wir, wie bei der letzten Folge auch, immer alle PayPal-Links zu den verschiedenen Performern am Anfang und Ende der Performance ein. Allerdings ist es auch so, wenn ihr jetzt auf velvetcurtains.de geht, findet ihr auch dort nochmal eine Übersicht und dort könnt ihr sehen, wie ihr alle Leute unterstützen könnt. Ja, wir fangen auch direkt mit unserer ersten Performerin an. Sie kommt aus Düsseldorf, sie nennt sich selber die Modern Age Siren. Soweit ich weiß, studiert sie Musik oder arbeitet zumindest Musik, da sie Operngesang kann und das auch in ihrer eigenen Show, dem Carousel of Queers, oft unter Beweis stellt. Ihr Name ist Lorelei Rivers. Ich freue mich richtig. Das wird jetzt bestimmt richtig cool. Los geht's? Ja. Alright. Start falling.
I'm yours. Baby, I'm yours tonight. I'm yours tonight. Baby, I'm yours tonight. Ballerina, could you tell me what I gotta do to make you fall down from the sky? Cause you look like you're trying so hard not to fall for this guy. And ballerina, if you let me, I promise that I won't let you fall down. I've never seen a ballerina so scared to let her feet touch the ground. Whoa, whoa. I don't know. Auf Glee-Bullshit. Also ich fand's richtig wholesome. Nee, es war super, die ganze Storyline und auch ihre Outfits. Ich meine, sie kann ja vielleicht besser nähen als ich. Aber dafür hat sie nicht so einen Körper. Ja, period. Bin halt die skintieste Ho, ne? Deswegen hört man auch die ganze Zeit meinen Magen grummeln. Das bringt uns auch eigentlich ziemlich gut rüber zu unserer nächsten Performerin. Wer ist die nächste? Die nächste ist Mediocre aus Bayern. Sie war beim letzten Mal schon dabei. Und das freut uns natürlich, dass die Performer so ein Vertrauen in uns haben, dass sie sich diese ganze Chose hier ein zweites Mal antun. Diesmal hat sie sogar was Originelles dabei. Wir schauen uns mal die Geschichte einer Zahnfee an. Die mit einer Pumpenwasserzange die Zähne zieht. Feeling lonely, sad as I can be, all by myself in an uncharted island in an endless sea. What makes me happy fills me up with glee. Those bones in my jaw that don't have a flaw, my shiny teeth and me. My shiny teeth that twinkle just like the stars in space. My shiny teeth. Shiny teeth that glisten just like your Christmas tree. You know they walk a mile just to see me smile. We'll be right back.
shiny teeth that glisten just like a Christmas tree. You know they walk a mile just to see me smile. Woo! Shiny teeth and me. Sag mal, hat die für ihre Performance eigentlich ihre komplette Garage auseinandergenommen? Die ist halt absolut unter Brücke filmen gegangen, ne? Ich meine, ich lieb's einfach. Also diese ganze, dieses ganze Outfit war einfach so kreativ. Ja. Also mediocre. Von ihr erwarten wir wirklich immer Höchstleistung. Ja, ich würde sagen, die ist halt jetzt schon auch schon für Halloween gebucht, ne? Die kann man lassen. Ja, sie hat halt wirklich, also in Alternative Creatures hat sie Typen umgebracht. Das ist ein Fairy Tale, wo wir waren so, ja komm, wir könnten ja mal so ein paar Hübsche einladen. So ein paar von den blonden Pretty Queens. Und deswegen haben wir auch also Minora und Lorelei dabei. und dann scheißt die halt wieder rein. Aber ich meine, I love it too. I love everything too. Ja, Mediocre, wir lieben dich. Wir lieben dich wirklich. Einzige Bio-Queen aus München. München. Ja, wer ist die Nächste? Die Nächste ist Vivian Lovecraft. Ach, die Gute. Ich habe gehört, Miss Lovecraft kämpft am Tag für Liebe und Gerechtigkeit. Und schlägt bei Nacht Rassisten zusammen. Love that. Let's go. This is just... Ich hoffe einfach, dass es auf der Kamera genauso lustig readet, wie ich mich gerade fühle. Let's play a game. I'll show you how it's done. Here in the garden, stand very still. This'll be so much fun. And then she smiled. That's what I'm after. The smile in her eyes, the sound of her laughter. Happy to listen, happy to play. Happily watching her drift away. Happily waiting, all on my own, under the endless sky. Counting the seconds, standing alone, as thousands of years go by. Happily wondering, how it works, am I doing it right? Happy to listen, happy to stay, happily watching her drift away. Everyone's gone on without you. Finally something, finally news about how the story ends. She doesn't exist now, survived by her son and all of her brand new friends. Isn't that lovely? Isn't that cool? And isn't that cruel? And aren't I a fool to have happily listen, happy to stay, happily watching her drift, drift, drift.
Sag mal, Aura, warum sind eigentlich diese ganzen Berliner Bitches immer so geil? Ich fand's richtig süß. Das war richtig cool. Also, ja, Märchenclown. Ich meine, ich fühle mich auch oft wie ein Märchenclown, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Auch out of drag ist es. Ich meine, ich guck dich an und kann's bestätigen. Ja, für mich ist es eigentlich immer eine Mut. Von daher, Vivian, ich glaube, wir verstehen uns ganz gut. Hoffen wir's mal. Komm nach Berlin, werden von dir zusammengeschlagen einfach. Naja. Ich finde mich selber so witzig, ne? Nee, honestly, ich finde mich selber so geil. Gäb's mich dreimal, würde ich mir beim Dreier zugucken, ne? Was? Warte mal. Gäb's dich dreimal, würdest du dir bei einem Dreier zugucken? Ja, aber absolut. Ich würde mir absolut zugucken, aber wie ich selber gerailbankt werde. So geil finde ich mich. Okay. Anyways. Du nicht? Skinny Legend only, I guess. Ja. Ja. Ich fand sie süß. Ich fand sie süß. Die eine Einstellung war wirklich sehr süß. Du bist so eine shady Cunt einfach. Ich kann es mir doch leisten. Okay. Cheers! Cheers. Auf Berlin, I guess. Kommen wir zur nächsten. Die da wäre? Me. Ach, Scheiße. Was lässt sich zu mir sagen? Ja, also unsere nächste Performerin ist diese hässliche Hobo, die hier neben mir sitzt, dieser Female Gremlin. Ja, die hat sich halt ein weißes Kleid genommen, ein schwarzes Kleid genommen, eine Leiter und ein Schwert, ein bisschen rumgerannt und hat Fischfilter drüber gemacht. Und ich würde sagen, let's fucking go! Willst du auch noch was sagen? Thank you.
Sag mal, Aura. Hat das eigentlich wehgetan, als du dich im Wald beim Drehen so mies auf die Fresse gelegt hast? Also, der kontrollierte Fall wurde nachher zu einem unkontrollierten Fall und ich habe jetzt immer noch Schürfwunden. Von daher, ich opfere mich halt für meine Kunst, ne? Ja. Ich sag nicht mal was. Ja, aber generell an sich, besonders die Shots, die vor dieser Leinwand mit dem ganzen Blau und der Leiter, die finde ich, besonders der die Kamera da gemacht hat, der hat wirklich einen super Job gemacht. Also, ja, das stimmt. Ja, unsere nächste Performerin ist weder Queen noch King noch Alien, sie ist einfach Ophelia Amok. Soll ich noch irgendwas sagen? Ja, ich dachte, du sagst noch irgendwas dazu. Achso, okay. Ja, und was ihr jetzt sehen werdet, hat vor allen Dingen hier in der Location für sehr viel Tumult gesorgt. Wir mussten sie bandagieren, wir mussten Plan auslegen. Ich musste ein ganzes Kreuz an die Wand irgendwie seilen. Wir haben sie du hast sie unter anderem mit Tomaten und Mandarinen abgeworfen. Von daher, ja. Viel Spaß bei Ophelia Amok. Amok. Ave Maria.
Mensch, Ophelia, hat das Spaß gemacht, dich mit Obst und Gemüse abzuwerfen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Dieser Mensch ist einfach ein Trooper. So. Also, Soldier Boss. Also, dieser Tittenwurf, den ich da verübt habe an ihr. Und aufs Auge. Und aufs Auge. Also, dass sie davon wirklich keine blauen Flecken davon getragen hat, das ist wirklich. Ja, am Auge bin ich sehr überrascht, dass das nicht komplett jetzt am Glasauge jetzt ist. Ich meine, du hast da wirklich nur Tomate mit komplett Coronis da einfach draufgeschmettert, als ob du was gegen die hast. Obwohl auch gesagt werden muss, Jax von 1001 Plateau, die übrigens hier im Publikum sitzt, die hat aber auch mit Schmackes draufgeworfen. Hört mal. Mit Wut dahinter. sieht man, genug Einsatz lohnt sich manchmal. Ja. Unser nächster Performer, oh, Mary, keine Panik, der kommt auch aus Berlin. Und zwar Kane Panic. Woo! Okay. Wer ist Kane Panic? So möchtest du unserem Publikum sagen, wer Kane das ist? Panic. Ja, Kane Panic kommt aus Berlin. Er ist Teil der Drag Street Boys und der Venus Boys. Mm. Das sind alles Titel, die man sich gut an die Wand hängen kann, denke ich. Mm-hmm. Er hat einige Preise gewonnen und ist vor allen Dingen für seine morbiden Nummern bekannt. Ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir beide uns erstmal einen trinken, anstoßen, bevor wir trinken. Und wir schalten einfach mal live nach Berlin und gucken uns an, was der werte Herr Panik uns gezaubert hat. Hier im Märchenland, ne? Also genau das. Los geht's. Cheers! For you guys, we ordered up another dark web mystery potion, and tonight we're doing everybody's favorite most recommended potion ever, guys. I read every comment. Tonight we are drinking the werewolf potion, guys. Oh my god, this is it. It finally came from the dark web, guys. It's all brown. Look at that. That looks freaking crazy, guys. Guys, so far we turn into a zombie. We also turn into a vampire. And we also turn invisible tonight. It's time for the werewolf potion, guys. The bottle is half empty right now, guys, which makes me believe that somebody's actually tried this potion before me, guys. And that is pretty scary because they didn't drink any more of it, guys. It must have went wrong. But guys, okay, we're gonna open this right now. Oh, did you hear that? Yeah. What does it smell like? Oh my god, dude! It smells bad? Yeah, it smells horrible! Really? It smells like a wet dog's breath mixed with like rotten diapers. Before I drink this, guys, I just want to say, in case anything goes wrong, that I love each and every one of you. All that being said, J Nation, let's get it! Oh my god, it's in your mouth? Oh my god. You swallowed it? Oh god! Oh my god! Whoa! Whoa! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jesus, he freaking swallowed it! He swallowed it! There's no turning back now! Whoa! What? Whoa. What do you feel? Dude, it just feels like a rush! Like some weird energy, bro! Yeah! Why are you like jumping up and down? Like it's like tingles and stuff? Dude, it's just like. Guys, so you're drinking 50 coffees right now. Really? Oh my god. Oh my god, dude, this is freaking. What the heck? Dude, you just freaking bark like a dog. What the hell, dude? That's freaking. What the heck, dude? Dude, what the hell, dude? Look at the flesh, pink and plump,
Hello, little girl. Tender and fresh, not one lump. Hello, little girl. This one's especially lush and delicious. Hello, little girl, what's your rush? You're missing all the flowers. The sun won't set for hours. Take your time. Mother said straight ahead, not to delay or be misled. But slow, little girl, hark and hush. The birds are singing sweetly. You'll miss the birds completely. You're traveling so fleetly. Grandmother first, then Miss Plump. What a delectable couple. Ah, to perfection, one brittle, one supple, one moment, Mother my dear. May fall the path and never stray. Just so, little girl, any path, so many worth exploring. Just one would be so boring. And look what you're ignoring. Think of those crisp, aging bones, then something fresh on the palate. Think of that scrumptious carnality twice in one day. There's no possible way to describe what you feel when you're talking to your meal. Mother said not to stray, still I suppose a small delay. Granny might like a fresh bouquet. Goodbye, Mr. Wolf. Ja, ich will ja nicht sagen, dass ich vielleicht auf ältere Typen stehe oder so, was ich nicht tue. Aber das war schon eine sehr haarige Angelegenheit, oder? Ich verstehe auch einfach diesen Vlog-Style, den er durchgezogen hat, einfach gar nicht. Aber I was living. I was living. Und das Beste an Kane Panic haben wir eigentlich noch gar nicht erzählt, ne? Und zwar hat Mary ganze 8 bis 10 Tage gebraucht, schätze ich mal, bis sie überhaupt verstanden hat, dass Kane Panic ein Wortwitz sein soll. Ja, habe ich. Also es mich dann gehittet hat, dass Kane Panic keine Panik heißen soll. Ich war so. Man kann vieles über dich sagen, ne? Aber nicht, da ich schlau bin. Ich bin 21, ich bin da 13, Alter. Langsam geht's schon ein bisschen bergab, ne? Jetzt habe ich einen juicy ass, Alter. Irgendwo müssen die Qualitäten ja sein. Kommen wir zu unserer nächsten Performance-Gruppe jetzt sogar. Ja, wir haben nämlich angefangen, um mehr Performer zu haben, aber immer noch die ziemlich gleiche Anzahl an Performern, stecken wir jetzt einfach Leute, die nahe aneinander wohnen, einfach in eine Performance rein, weil wir können es halt. Also haben wir dieses Mal Lele Cocoon und Ophidia Scales, die ja beide beim letzten Mal auch schon dabei waren, einfach gefragt, ob sie uns was zusammenzaubern können. Mhm. Und ja, das Ergebnis davon sehen wir jetzt mal. Ja, man muss davor aber noch sagen, darauf hat mich Lele ganz dolle darauf hingewiesen, nein, sie sind nicht aus dem gleichen Draghaus. Lele will mit der Eulen nichts zu tun haben. Die eine ist erfolgreich, die andere nicht, oder ja, was? Ja, period. Wir sagen nicht welche. Ja, let's go, Leute! Okay. Ja, let's go, Leute. Ich komm nicht. Weißt du, würden wir per Kamera wenigstens saufen? Das wird wenigstens excusen. Nein, wir sind Stone Cold Sauber. Es ist 3 Uhr mittags in Duisburg Mitte. Ich bin wie du, ach ja? Du bist wie ich, doch hier gefällt's uns beiden nicht. Wir wären gern auf einem Stern, ich bin ein Mädchen genau wie du. Yeah.
Also, what the fuck? Also hast du da irgendeine Cohesiveness, irgendeine Storyline verstanden? Nein. Also der Hutmacher war da oder was auch immer von ihm übrig geblieben ist. Es gab einen Bowser inspiriert. Der schwule Bowser war da. Und Bowser got a tummy tuck and discovered fucking BDSM. Bowser looks snatched. I didn't remember him being that snatched. Who's okay. She? ja, und dann, ja, dann war ja. Daisy da, aber in... Was war Daisy? Was? Also wir haben... Wir lieben euch. Keine Sorge, wir lieben euch. Wir lieben euch. Es war interessant. Es war absolut aber nicht schlecht. Wir haben es immer noch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht ist es nicht für uns zu verstehen. Vielleicht ist es ein höheres Level von Kunst und das verstehen wir einfach nicht. Ja. Weil wir einfach nur zur Ruhrpott-Bitches sind. So, jede Folge von Velvet Curtains haben wir eine Queen, einen King, einen Drag-Artist. Der hat einfach nicht geschissen bekommen, die Deadline einzuhalten. Jedes einzelne Mal aber mindestens eine Person. Mindestens eine. Diesmal sind es eineinhalb. Und wir sitzen dann hier, wissen nicht, auf was wir reacten sollen. Also wir reagieren so halt auf einen schwarzen Bildschirm, falls man das vielleicht letztes Mal bei dem Nudeltopping nicht gesehen hat. Deswegen freuen wir uns jetzt, euch hoffentlich das in der Zwischenzeit eingereichte Video von Caddy Domplex zu zeigen. Hoffen wir einfach, dass wir jetzt nicht einfach nur ein Störsignal einblenden müssen. So ein, sorry, 404 Footage not found. Wenn wir das erst nicht machen müssen. Wenn doch, ja, dann entfolge ich dich halt erstmal. Genau das. Ja. Ja, komm, gucken wir uns mal an, ne? Ja. Hey, wir sind zurück! I'm
Ja, es war sehr interessant anzugucken, jetzt gerade live, definitiv. Ich fand vor allen Dingen diese Stellen, wo sie etwas gemacht hat, das, wo das, wo sie die Klamotten getragen hat. Ja, ne? Das fand ich toll. Wo sie das krasse Make-up hatte und so, ja. Ja, definitiv krasse Performance. Ja. Ja. Fanden wir toll. Ja, total. Ja, ich denke, ich vermute einfach mal, dass was sie uns dann die Tage einschicken wird, trotzdem ganz geil sein wird, weil sie, Namen vergessen, der Party dreimal gewonnen hat. Wie hieß sie noch gleich? Divas. Die Divas in Berlin. Lip-Sync, hat sie Divas, also sie ist die Grand Diva of Berlin, I guess. She's the Grand High Bitch herself. Ja, aber dreimal gewonnen, deswegen gehe ich stark davon aus, dass das cooles war. Ja, und Lele Cocoon hat übrigens im März den Dragslam gewonnen. Vielleicht war es auch Mai, ich weiß es nicht mehr. Okay, jetzt wo wir das durch haben, kommen wir mal zur nächsten. Sie war beim letzten Mal hier bei uns auch schon zu Gast. Mhm. Hat eine der düstersten Performances dargeboten. Und ja, eine von den zwei. Gab ja die gleiche nochmal, ne? Stimmt, genau. Wir reden von Vivian van JJ. Was lässt sich zu ihr noch sagen? Ich könnte eine kleine Anekdote über sie erzählen. Vor vielen, vielen Monden, in einem Land in der vergessenen Zeit, hatte ich mal etwas mit einer Person, mit einem Mann. Und witzigerweise ist das dann irgendwann zu Ende gegangen. Ja, knapp 5, 6, 7 Jahre später hat sich die Miss von JJ glatt diesen Typen gesnackt. Einfach und jetzt sind die zusammen. Und ich bin so, ja, das ist, hey, I mean, we are here! Ja, let's go. I am bored.
war wie immer zuckersüß und pretty hot and tasty. Oh. Ich fand's halt richtig inspirierend. Mhm. Süß. Ja, kommen wir mal zu etwas, was weniger poppt. Und zwar unsere nächste Künstlerin. Aber sie denn aus? Stop. Was denn? Ihr Name ist Laura. Man könnte dazu anmerken, dass sie tatsächlich die Drag-Mom von einer Performerin war, die gerade eben bei uns dabei war, Miss Mediocre. Die beiden kommen tatsächlich aus dem gleichen Haus. Was ich nicht ganz verstehe, weil Mediocre es immer schafft, ihre Videos pünktlich einzusenden und auch hohe Qualität. Und naja, Nora ist halt einfach eine die halt nicht. Yeah, aber das hat nichts damit zu tun, dass sie Jüdin ist. Ich liebe Nora. Vom ganzem Herzen. Ich meine das ernst. Ich liebe Nora, aber Alter. Weil, vielleicht sollten wir ein bisschen Tee spillen, dass Nora es leider nicht geschafft hat, als einzige ihr Video nicht fertigzustellen. Deswegen hat sie uns ein Video, was sie, soweit ich weiß, noch nie irgendwo veröffentlicht hat, zukommen lassen. Wir machen also die weltweite Premiere eines Found-Footage-Films und ich glaube, genauso gruselig wird es auch sein dann nachher. Ja, schauen wir uns mal an, was Menora uns so mitgebracht hat. So aus Not eingesendet hat. Aus ihren Archiven gezogen hat. Literally aus dem Arsch gezogen hat. Ja, ich würde sagen, let's enjoy, let's watch. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es ist halt... Nee. Ja, also so viel Scheiße, wie wir auch gerade über Menora geredet haben. Eins muss man hier lassen. Man guckt diese Performance an und da hätte jeder in diesem Video sein können, das ist eine Menora-Performance einfach nur. Was meinst du damit? Du weißt ganz genau, was ich damit meine. Was meinst du denn damit? Ich meine damit, dass Menora vielleicht eine Digital Queen ist, nennen wir es so. Sie ist, man hat es sehr gut gesehen, dass sie eine Digital Queen ist, weil natürlich, sie hat ja angefangen mit, ich glaube, MySpace war das und da war auch noch was mit Instagram. She's branding herself as a Digital Queen. Digital, ne? Versteht ihr schon, ihr habt Subtitles, so holt man nicht rum. Irgendwie kriegen wir schon. Ja, honestly, ich meine, hier Kamera, guck mich mal an, hier. Hier, dankeschön, guck mir in die Augen. Hier unter uns, ne, hier sind Subtitles. Wenn ich mich verspreche, dann könnt ihr da lesen, period.
brattern. Okay. Wir kommen zum Ende, ne? Ja. Wir kommen zum Ende und ich hoffe mal, wir haben da ein schönes Ende für euch vorbereitet. Du solltest es ja wissen, oder? Ja, tue ich auch. You know what, Brooklyn? Yes! Ich freue mich auf jeden Fall jetzt für gute, aufgerundete 2 Minuten volle Unterhaltung aus dem House of Genesis. 2 Minuten? Willst du mich verarschen? Das sind 3. Okay. Heul ich jemand nicht rum. Auf jeden Fall, ja, also keine Ahnung, ich habe... Freue ich mich auf... Halt doch mal die Schnauze, ich rede! ja, also meine Inspiration war eine Digital Drag Lip-Sync Performance. Small's World von Naomi Smalls auf YouTube. Und so Prada Gucci Image Filme. Und davon ist dir nichts Am gelungen. Ende ist nichts von den 3 gelungen. Es hat nichts mehr mit Fairy Tale zu tun. Aber außer, dass, cool außer dass durch einen Negativfilter 2 deiner Kinder aussehen wie Oompa Loompas aus Charlie und die Schokoladenfabrik. Naja, und die da hinter der Kamera sitzt, die hatte auch sich ein paar Schlangen in die Haare gesteckt. Ja, geht's jetzt los, ja? Ja, kann ich dazu willst du noch irgendwas sagen? Nee, ja, also okay. So viel habe ich zu der Scheiße auch nicht mehr zu sagen. Verstehe ich. When I was 7, my father said, fashion, faith, but beauty is eternal. Elegance is elimination. Blue is a language. Love and obsession is separated by a thin line. And that line is infatuation. Ach, Mary, das war aber trotzdem ganz schön süß. Ach, danke schön. Auch wenn es absolut nichts mit Fairy Tale zu tun hatte. Ja, geh dich bei Minora beschweren. Damit sind wir jetzt beim Ende angekommen, oder? Ja. Ich habe mich echt 2 Stunden fertig gemacht dafür, dass wir 30 Minuten gefilmt haben. Korsett, Titten, Nägel, Lashes, Wig. Ich habe alles drauf. Sie ist halt... A Drag Queen. Eine Discount Lorelei Rivers.
Period. Wir sind Cheers einfach, to that. Wir sind der Gipfel der Unlustigkeit, ne? Anyways. Ja, also Leute. Falls ihr mit dabei sein wollt, beim nächsten Mal, bei dem übernächsten Mal oder wann auch immer, schreibt uns gerne unter @velvetcurtainsshow auf Instagram. Oder Mary_Genesis oder Aura Adams in einem durchgeschrieben. Das blendet die Gute bestimmt auch hier, hier und hier ein. Überall wird es eingeblendet. Ja. Hier kommt ein Uwu hin. Ja. Wir können ja schon mal anteasern. Nächste Folge wird natürlich Halloween. Vielleicht werden wir sogar ein bisschen international. Vielleicht, vielleicht nicht, wer weiß es. Und ja, wir hoffen, euch hat die Show gerade gefallen. Mhm. Mir hat sie sehr gut gefallen. Mir auch. Das war meine Titte auf meiner Schulter. Es war inspirierend, es war gruselig, es war süß. Es war alles, was sich mein Drag-Herz vorstellen könnte. Besonders so Fairy Tale. Aber man muss vielleicht auch nochmal anmerken, also wir haben schon Glück, dass wir das Ganze hier auf YouTube machen und auch so einen relativ, was heißt relativ, eigentlich ziemlich guten Support hier haben. Und durch Auras Editing Skills und mein Bitch-ass Brain, so wie wir uns versprechen, ist es schon gut, dass wir das hier auf YouTube machen und keine Live-Show haben, ne? Das stimmt. Ja, wie dem auch sei. Ja, also abonniert uns, schaut euch die PayPal-Links von allen Leuten an und jeden Monat am 30. um 19 Uhr auf velvetcurtains.de oder guckt auf Instagram, wir sagen euch Bescheid. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. Und während die Kameras hier noch laufen, möchte ich übrigens festhalten, dass unsere Getränke absolut nach Arschloch schmecken. Schauen, was in dem... Ich würde sagen, dann... Heute ist aber auch ein Wurm drin irgendwie, ne? Ganz die Gag-Re wird sehr lang. Sehr gut. Okay, mach einmal. Ich schwör, ich brauch eine Kippe, ne? Ja. Ja. Ja, also ich würde schon sagen. Was denn? Ich soll doch hier anfangen, darf ich einfach machen? Sagen, hä? Ja, aber dann sofort da runter. Okay, ach so, okay. Wenn du zuhörst und dann kommst du da runter rein. Okay. Ah, meine Titty. Okay. Okay. Sieht full on mein Asshole einfach. Aura, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich saß halt mich die ganze Zeit so einfach. Die ganze Zeit so, you like that, I bleached it. Ein guter Wortwitz. Ja, ich wollte gerade sagen, warum sind wir nicht so lustig? Ne, ganz ehrlich. Er sitzt da so in der Kamera so, ja, haarige Angelegenheit, wieso? Wir sind die unlustigsten Horste ohne Talent und können dann nicht mal gut aussehen. Speak for your fucking self. Fucking female Gremlin. Sieht aus wie so ein Wasabi-Oreo. Cheers. Auf Berlin, I guess. Ich swear to God, was ich in Berlin gemacht habe, das bleibt auch in Berlin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine schwarze Granddaughter hier. Willst du mal ins Bild kommen? Willst du mal beweisen, dass ich nicht rassistisch bin? Ich glaube, das passiert einfach, wenn man hässlich ist, ne? Jetzt bin ich nicht so ein Lufer wie du. Lufer? Ja, du siehst aus wie so ein Badeschwamm.